Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Tech World 2 mit mir, eurem DoshLP. So, wie versprochen, diese Folge bauen wollten wir mal was weiter bauen hier in der Gegend. Also, das sieht ja echt mal so ganz und gar nicht schön aus hier. Das wollen wir jetzt endlich mal umändern. So, ich werde auf jeden Fall ein paar von denen brauchen. Von den Cleanies. Ich werde, glaube ich, mal ein bisschen mit dem Groundstone arbeiten. Die könnten recht cool aussehen, glaube ich, hier. Was ich jetzt auf jeden Fall erstmal machen möchte. Ich hatte ja gesagt, dass ich das hier ein bisschen einarbeiten möchte. Ah, ich glaube, das war eins zu hoch. Höher. Machen wir mal so. Und verbinden das Ganze mal. Dann mache ich hier, glaube ich, noch eine Werkzeugecke rein. Ich werde auf jeden Fall gleich mal die Folge für vorgestern wenden. Wenn dann fahre ich vorgestern und nicht heute. Ich nehme einfach alles an einem Tag auf. Weil ich weiß, dass ich die nächsten Tage wieder ein bisschen was im Stress sein werde. Ich habe morgen nämlich wieder einen Termin bei einem Arzt. Dienstag bin ich noch bei einem Kumpel für eine Klausur lernen. Schreibe ich wundervolle Deutsch bald. Danke, das macht das wundervoll. Das könnte ja echt gut reinpassen, finde ich. So. Ja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Das Ganze mache ich aber nochmal hier ein bisschen anders. So. Das ist doch schon mal sehr schön. Einmal da so ein kleines Baugerüst. Dann kommen wir, glaube ich, nochmal nach oben weiter. Einmal so ein Schornstein. Arbeitsfläche hin aus Stone Bricks. ich hoffe, das geht auf. Hab da gar nicht nachgerechnet, natürlich ging es nicht auf. Ja, das sieht man jetzt gerade schon. Was war das für Material? Also gar nicht drauf geguckt. Stein. Warte mal, geht das auch mit Greenstone? Oder war das die Version, wo das noch in der Toolstation gemacht werden musste? Ach, geht sogar. Da hat der Stein auch schon mal seinen Verbindungszweck bekommen. So, wie gesagt, heute wieder ein bisschen was verschönern hier. Muss ja auch mal gemacht werden. Ich werde das wahrscheinlich so alle paar Fahrzeuge ein bisschen machen, so ein bisschen Ordnung. Das kommt jetzt aber gerade so ein bisschen laut vor. So, einfach leicht im Hintergrund. Das reicht schon. Ja, ich muss dann noch die optimalen Einstellungen finden. Aber werde ich ja sehen, ob das so passt. Kann auch sein, dass ich einfach nur ein bisschen lauter sprechen muss. Nein, da soll kein davon hin. Kein davon, hm? So,
So, neue Stonebricks, neue Stonebricks, 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 Stone, Stonebricks. Habe ich hier noch? Zwei. Juhu. Das ist echt krass, dass mir gerade die Stonebricks ausgehen. Oder ihr sagt der Cobblestone. Aber es wird ja auch mal Zeit, dass die ja ein bisschen verschönert wird. So, das werde ich auf jeden Fall auch noch wegmachen. Ich würde irgendwo anders hinkommen. Oh. Weed Seeds. Nicht schlecht. Ich will das Ganze nochmal ein bisschen gut. Das werde ich auf jeden Fall nochmal da einen Moment stehen lassen. Hier der Temp kann weg. Schmeiße ich das auch mal hier rein. Das kann ich hier zu. Will sich gar nicht auf, okay. Aber Verbrauch von 0 oder was? So, jetzt haben wir hier eine wundervolle Arbeitsfläche. Das gucke ich gerade auch nochmal weg. Da kann Holz hin, da verballere ich mal gerade die Slappies. So. Ah, da brauche ich dann doch noch ein bisschen mehr Erde. Moment, Lisa. Entschuldigung, da musste ich mich mal ganz kurz muten. So, da arbeite ich dann doch mal hier so ein bisschen ein. So. Ah, der wird despawnen. Da war nichts mehr drin. Hier ist noch ein Alumite drin. Komm, dann mach ich mir aus Alumite nochmal gerade eine Schaufel. Da hat er wenigstens noch irgendwas für den Deckungskonstrukt. Da mach ich mir aber gerade einfach so eine Billigschaufel aus noch mit einem Stock, mit einem Stock dran. Oben kommen vielleicht, da werde ich glaube ich Glas hinmachen. Ich brauche nur gerade ein bisschen Holz. Mir kommt nämlich noch eine kleine Idee, was ich nochmal hinmachen könnte. Ich könnte wieder neues Essen gebrauchen. Vielleicht habe ich auch nochmal mit dem Citruswood. Und zwar wollte ich jetzt erstmal hier den hier machen. Und zwar die Oak Barricade. Da kann man wundervolle Zäune mitmachen, finde ich. Wir müssen das mal jetzt hier anschauen. Passt ja doch super rein, oder? 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ach, ich wollte doch. Ich wollte dann doch hier die Tanks hinmachen. Ja, kann man lassen.
So, jetzt wird aber Zeit, dringend mal Zeit für was zu futtern. Gravel brauche ich noch für die Wege. Lieber hier noch den Cleanstone mit raus. Mir kommt dann mal gerade so eine Idee, was wir noch machen könnten. Brauchen wir mal, kann man aus Alu auch eine Schere machen? Das könnten wir gerade interessieren. Anscheinend nicht. Den muss man gerade knacken. Wir werden auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen dann mal schauen, dass wir mal die Futterfelder ein bisschen automatisiert bekommen. Ah, scheiße, jetzt habe ich. Ah, ich mit verdammt. Ich habe schon wieder Scheiße gesagt. Reib mich immer tiefer in die Scheiße rein. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ist der überhaupt am Arbeiten? Ach, da kommt kein Fruit Juice gerade. Ja, komm, ins Deck sollte jetzt eigentlich reichen. Jetzt weiß ich auch, was ich da unten hin machen kann. Ich bin ein gottverdammtes Genius. Ja, ein Genius. Ein Genius ist verkackt. Haben wir hier eine schöne kleine Arbeitsstation. Können wir hier noch irgendwie was hinsetzen. So. Was ich jetzt aber noch mal gerne machen möchte, ein paar Bäume rasieren. Magiki. Komm, dann fällen wir die aber wenigstens auch noch. Was? Ich frage jetzt gar nicht. 51 haben wir, da würde ich hier noch ein bisschen mehr mitnehmen. Irgendwas stimmt hier gerade nicht so wirklich. Und es ist nicht dieser Wolfgang. Naja. So, jetzt machen wir ein paar ordentliche Wege. Ah, warte, dann mache ich wenigstens noch die Element-Schaufel. Wie gesagt, das wäre gerade einfach eine richtig billige. Seeds weg. Und das kann weg. Da sind wir schon mal ein bisschen mehr Mining Speed haben. Jawoll, das geht schon ein bisschen schöner. Ich werde mal schauen, dass ich, wenn ich hier ein bisschen mehr Geld momentan zur Verfügung habe, dass ich mal ein paar Leute einlade. Ich könnte mir vorstellen, dass der Speedticker vielleicht mal Lust hätte, hier vorbeizuschauen.
Ach ja, zum Thema Streetiger, weiß ich noch gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber er hatte mich ja zu seinem Let's Play eingeladen. Hat ja gesagt, ob ich da irgendwie was aufnehmen soll oder so weiter. Hat er mal schon ein bisschen darüber gesprochen, das wird leider noch ein bisschen dauern. Er ist an der Planung noch nicht so weit voraus. Aber ich schätze mal, dass das schon noch bald passieren wird. Und wenn nicht, dann könnt ihr ja mal ein bisschen unter die Arme greifen und ein bisschen auf YouTube anschreiben. Ja, macht doch mal voran. Könnt dann viele Grüße vom Dosch ausrichten. So, machen wir hier noch so einen Gravelweg hin. Ja. Gravel sollten wir ja genug haben. Schön. Und dann wollte ich jetzt hier an den Seiten so einen kleinen Weg laufen lassen. So schön ein bisschen Gebüsch. Achso, ja, die Bienen, stimmt ja. Ja, aber das fand ich einen wundervollen Weg. Also ich weiß echt nicht. Also mir gefällt's. Ich hoffe, auch euch gefällt's auch. Dann setze ich nochmal hier so ein paar Blümchen hin. So, F7, setze ich hier eine hin. Die Pressure Blade und die Blume. Habe ich noch eine Fackel? Nein, habe ich natürlich nicht. Das setze ich dann auch nochmal hier so ein bisschen hin. Ich werde das auf jeden Fall echt schon ein bisschen schöner gestalten, aber das ist schon mal von Anfang. Kann ich nicht beklagen. Machen wir hier noch so einen Seiteneingang rein und hier noch ein Feld. Und wenn, dann will ich das aber da noch ein bisschen symmetrisch haben. So, ich würde sagen, und so stehen lassen. Da mache ich jetzt oben mal schnell das Glas rein. Da tricks mal dann noch mal ein bisschen mit der Saw. Nehmen wir hier die Glascovers. Das werde ich, glaube ich, dann auch nochmal abändern. Und zwar werde ich da die, glaube ich, irgendwann Clear Glas Blöcke reinhauen. Ich glaube, die würden hier noch sogar noch besser reinpassen. Weil ich finde, so sieht das irgendwie ein bisschen aus wie in einem Wintergarten. Ich glaube, ich werde dann auch gleich mal Optifine hier drauf installieren. Weil irgendwie ist das Game mit den FPS dann doch noch ein bisschen zu niedrig. Juhu. Ich wollte schon was sagen, wo läuft die Musik? Ach ja, ich liebe die neue Musik. So. Ich würde sagen, kann man so lassen. Ja.
ist hier auch alles ausgeleuchtet? Ah, hier nicht. Ja, komm, lass mal dann einfach erstmal. Aber ich würde sagen, das war's dann auch für diese Folge. Ich wünsche hier diese neue Gegend und die Folge trotzdem, dass es so eine kleine Bau- und Design-Folge war, gefallen hat. Gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, schmeißt den Rotz in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Tech World 2. Bis dahin, tschüss.